Wow, das ging schneller als gedacht. Freunde, iOS 13.2 ist da und zwar für jeden. Ihr könnt das ab sofort runterladen, das neueste Update, das viele, viele Fehler und viele Bugs behebt, ausbügelt und neue Features bringt. Ja, das ist doch immer eine gute Sache. Was genau drin steckt, habe ich euch alles schon in den Beta-Videos gezeigt. Ich gehe nachher aber gleich nochmal flott über die wichtigsten Punkte drüber. Ja, und ihr seht schon, ja, ich habe hier was drauf gebastelt. Es gibt was Neues, die neuen AirPods Pro. Auch die sind da. Da werfen wir auch nochmal gleich einen Blick drauf. So, aber erstmal iOS 13.2. Out now, ihr könnt es runterladen, updaten. Und zwar habe ich hier eine Update-Größe gehabt von 597,2 Megabyte auf meinem iPhone 10, kommend von 13.1.3. Und ja, da gibt es eine ganze Menge zu lesen. Ihr seht schon, was hier alles geschrieben wird, was hier alles neu ist. Und wir gehen die prägnantesten Sachen mal eben kurz durch. Es gibt ja so tolle Neuerungen, wie zum Beispiel hier, ja, bei der Kamera. Dort kann man ja jetzt hier oben die Auflösung verändern durch Drauftippen. Allerdings nur, natürlich nur, wenn man ein absolut neues Gerät hat und nicht so ein altes iPhone 10 wie ich. Denn nur bei den iPhone 11 Pro, Pro Max und ja, dem iPhone 11 ganz normal kann man das hier einstellen, dass man hier direkt die Auflösung ändern kann. Völlig klar, das ist ein Hardware-Feature, Apple, verstehe ich. Nee, finde ich scheiße, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass sie so ein Feature, was ja wirklich nur softwaremäßig ist, hier ihren neuen Geräten vorenthalten. Apple, nicht gut. Was dagegen mehr Leute erfreuen wird, sind bestimmt hier die neuen Emojis, die es gibt. Jawohl, es gibt insgesamt, ich glaube, 70 neue Emojis. Die habe ich euch schon mal im früheren Video gezeigt, wie hier zum Beispiel den Roboterarm, das Roboterbein und ja, noch 68 weitere. Also schöne neue Emojis. Wir können jetzt auch hier durch 3D-Touch das Menü öffnen und hier direkt auch eine App löschen, ohne erstmal hier umständlich in diesen Wiggle-Wiggle-Wackel-Modus reinzugehen, der ja immer schwieriger hier einzurichten wird. Also 3D-Touch draufdrücken, zack. App löschen. Die neue Volume-Anzeige, die verschwindet hier jetzt noch flotter. Das ist auch neu. Hoppla, das war ein Bildschirmfoto. Also blendet schnell ein und blendet umso schneller wieder aus hier die neue Volume-Anzeige. Und da ist mir eben noch was aufgefallen hier in den Einstellungen. Schaut mal mit mir her. Hier bei Face ID und Code war das immer schon grün gewesen, dieses Face ID-Zeichen. Kommt mir irgendwie neu vor. War das nicht blau vorher? Ich könnte mich aber auch täuschen. Es war ein langer Tag. Ich habe 12 Stunden gearbeitet, Freunde. Und Apple schiebt hier ein Update hinterher. Die haben echt keine Gnade. Naja, egal. Wenn es nicht so war, schreibt es mir doch mal unten rein. Alles kann ich ja hier auch nicht wissen. Auf jeden Fall, was ich auch sehr positiv finde, mir kommt hier alles schneller, flotter und flüssiger vor. Auch hier beim puren Hin- und Herscrollen habe ich sonst immer vielleicht so ganz leichte Stotterer gespürt. Und das läuft jetzt hier alles wunderbar flott und fühlt sich einfach von der Bedienung her noch angenehmer, noch schneller an, als das vorher überhaupt schon der Fall war. Also gefällt mir gut, wie das Ganze hier funktioniert. So, erster Eindruck. Ich habe natürlich jetzt noch nicht lange mit rumgespielt, denn das Update kam ja eben erst raus. Aber erster Eindruck, der ist echt gut. Wo ich eben schon bei der Kamera war, ja, nochmal alles Gute hier an die iPhone 11, 11 Pro User. Deep Fusion gibt es jetzt hier. Damit könnt ihr noch schärfere und detailreichere Bilder schießen, wenn ihr ein iPhone 11, 11 Pro oder 11 Pro Max habt. Ja, Deep Fusion, ganz neu mit dabei. Dann sehen wir hier Unterstützung für AirPods, dass jetzt auch hier die besagten AirPods Pro unterstützt werden. Und Option Nachrichten ankündigen mit Siri. Also, wer jetzt, ich glaube, das ging nur bei den AirPods zweite Generation, dass dort Siri dann quasi euch die Nachrichten direkt über die AirPods vorliest. Dann gibt es hier noch ein kleines Update, auch für das HomeKit, ja, dass hier verschlüsselte Videos übertragen werden können und so weiter. Dass wir bei Siri jetzt hier die Datenschutzeinstellungen viel leichter anpassen können und Aufnahmen direkt hier aus der App oder aus den Einstellungen löschen können, habe ich in der früheren Beta bereits erzählt, das Ganze. Und wir haben einen ganzen Sack voll Fehlerbehebungen, Fehlerbehebungen, Fehlerbehebungen und noch mehr Fehlerbehebungen. Also ihr seht, da wurden eine ganze Menge Bugs ausgebessert. Ich denke, lesen kann von euch jeder selbst. Schaut es euch mal an. Wenn euer Fehler, der euch am meisten gestört hat, mit dabei war, dann könnt ihr euch freuen. Dann ist der jetzt hier ausgebügelt. Und sind wir mal ehrlich, iOS 13 hatte noch
Genügend Fehler. Ja, da konnten sie ordentlich drüber bügeln. So, jetzt schauen wir uns aber mal hier die AirPods Pro an. Und übrigens das Design, ja, es ist genau das Design, das wir schon vorher gesehen haben. Ich habe euch das ja in einem Video hier bei mir gezeigt. Wer es noch nicht gesehen hat, alles hier unten in der Playlist zu finden. Und wir gehen mal flott hier, wo ist er denn? In den Apple Store rein. Denn dort kann man die Dinger jetzt schon vorbestellen, wobei sie erst zum 30. ausgeliefert werden. Moment. Ich brauche noch ein bisschen Internet dafür. Dann geht es einfach besser. Wir gehen auf die Startseite. Und was haben wir denn da? Oh, die neuen AirPods Pro. Na, sowas aber auch. Ich gehe mal auf Kaufen. Und wir sehen den Preis hier für Deutschland. 279 Euro. Also ja, ein guter Hunderter mehr als die standardmäßigen AirPods, die wir bisher hatten. Dafür gibt es aber eine kostenlose Gravur. Wahnsinn. Und was aber viel besser ist als die kostenlose Gravur, wir bekommen Active Noise Cancelling. Ja, das ist schon eine coole Sache. Aber 279 Euro. Naja, ich muss mal noch ein bisschen überlegen, Freunde. Ich finde es ja echt interessant. Ich liebe. Wirklich, ich liebe Active Noise Cancelling. Ruhe ist für mich ein ganz hohes Gut und wenn ich das mit Kopfhörern erreichen kann, ist das eine super Sache. Aber ja, 279 Euro ist schon ein kleiner Klopper. Muss ich mir noch überlegen, ob ich mir die mal bestelle. Auf jeden Fall, sie sind draußen und da hat Apple ja uns doch schon überrumpelt und somit ist aber auch klar, es wird kein Apple-Event geben im Oktober, keine neuen Produktvorstellungen jetzt im größeren Rahmen, sondern sie haben es einfach im Online-Shop rausgehauen. Von daher möchte ich mal all meinen Zweiflern sagen, ich hatte recht. Obwohl das nicht wichtig ist, aber ich habe ja schon gesagt, es kommt mir vor, als wären die Einladungen schon längst rausgegangen. Da kommt nichts mehr. Aber wo ich kein Recht hatte, ist eben mit dem Update. Ich dachte, das wird erst so am Mittwoch oder Donnerstag bei uns eintrudeln. Und naja, man kann ja nicht immer Recht haben, oder Freunde? Aber hier noch eine interessante Sache. Mein Speicherplatz vor dem Update, 34,35 GB, hatte ich vor dem Update frei. Und schaut euch mal an, was da freigeräumt wurde. Gute 10 GB, also fast 10 GB. Also da wurden ordentlich temporäre Daten gelöscht im Hintergrund. Holla die Waldfee. Also, das sind so die wichtigsten Neuerungen, Freunde. Wer noch mal mehr von den ganzen Features sehen will, schaut sich einfach hier meine Videos zu den 13.2er Betas an. Aber eine Sache hätte ich da noch im Petto. Ich habe nämlich hier mal den Geekbench 5 drüber rödeln lassen. Und das sind die Ergebnisse hier beim iPhone 10 unter 13.2, 907 und 2464 im Multicore-Score. Und nur mal als kleinen Vergleich, ich habe leider nicht die 13.1.3, sondern ich habe hier nur die, wo ist sie denn hier, vom 23. September. Das war iOS 13.0. Da unten kann man sehen, habe ich dann vergessen, den anderen Geekbench auch drüber laufen zu lassen. Aber wir sehen, ja, wir haben eigentlich so rein an Zahlen verloren, sowohl im Single-Core als auch im Multicore-Score. Aber so von der Bedienung her fühlt es sich einfach besser, schneller, flüssiger und angenehmer an. Auch wenn es hier und da mal so einen kleinen Ruckler gibt, wie jetzt hier beim Runterziehen, aber insgesamt läuft es echt gut, lässt sich schnell schließen und vor allem die Apps, schaut mal her, die Kamera, bumm, die ist quasi sofort da, genauso die Einstellungen, also da öffnet sich alles schon richtig, richtig schnell. Insgesamt würde ich sagen, ein gutes Update, Freunde, auch so, was ich aus Erfahrung mit den Betas sagen kann. Von daher, wenn ihr Probleme hattet, macht das Update, ladet es runter, ab sofort erhältlich und dann sind auch eure Bugs hoffentlich ja, der Vergangenheit angehörig. Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, so ein paar Stück werden hier schon noch drinstecken, denn ich denke mal, diese Woche geht es direkt mit der nächsten Beta weiter von 13.2.1. Jawohl, aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer MeAppleCat. Macht's gut!